So Leute, ich bin jetzt gerade eben unterwegs zum Friseursalon in Beverly Hills. Ich bin total aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was ich erwarte. Aber ich habe mir geschworen, ich will gemeinsam auf meinem Kanal mit euch Punkte von meiner Bucketlist nach und nach abhaken. Und ich habe schon einiges mit euch abgehakt. Und genauso gehören auch solche Dinge aus meinem persönlichen Leben mit dazu, dass ich einfach sage, ich möchte, bevor ich irgendwann zu alt bin, und ganz ehrlich, man ist viel länger alt als jung, meine Haare einfach färben. Und das einfach in so einer richtig geilen Farbe. Welche Farbe es ist, das seht ihr. Und ich skype jetzt parallel mit meiner Schwester Donja, die jetzt gerade am Gehen ist. Und mir nicht gerade Hoffnung macht. Aber ja, ich freue mich. Und ich bin natürlich wieder einmal im Stau. Wie soll es anders sein? Also kommt mit auf diesem Abenteuer. Ich bin aufgeregt. Und ja, wenn es gut ankommt, färbe ich mir vielleicht mal die Haare anders. Also ruhig mal einen Daumen hoch. Dann ist für Dinge, die man sich traut und hoffentlich anschließend nicht bereut. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. So Leute, jetzt ist es soweit. Ich werde mir die Haare machen. Ich habe so Schiss und das wird jetzt wahrscheinlich knapp 4 Stunden dauern. Ich bin so aufgeregt. Is it at the bleach? Okay. Like, I only eat sushi when it comes to Asian food. Ew, Korean barbecue is best. I was like, sorry. Korean barbecue. I've never had that before. And you're in LA right now? That's like the best you can get. Und so eine Haube, und es soll jetzt erstmal wirken, dass meine Haare gebleicht werden. So sieht es jetzt gerade aus. Ihr seht, das ist ultra blond. Und jetzt wird es erstmal ausgewaschen. Somebody told me fame is a disease. You start seeing the blues when you start seeing the green, but I think it's all about what you choose. The way you live your life depends on you. That's when I realized I wanna make a difference, change other people's lives, give hope even for a moment, use my name for good and change the game. I could. Ich bin wieder da und ich bin so glücklich über meine Haarfarbe, weil es genauso aussieht, wie es aussehen soll. Je nach Lichteinfall ist es mal dunkler, mal heller, und für mich halt jetzt gerade, es war halt immer so ein Wunsch von mir, das einfach mal umzusetzen, und ich kann echt nur an euch da draußen appellieren, zu sagen, Leute, wenn ihr etwas tun wollt, um glücklich zu werden, weil ihr es euch so vorgenommen habt, dann macht das. Ganz gleich, was Leute da draußen sagen, oder ganz gleich, ob es Leute da draußen beschissen finden. Und ich weiß, dass ich auch Kommentare bekommen werde von wegen, das sieht so scheiße aus, Samuel, was hast du nur getan? Es sind Haare, die wachsen wieder. Deswegen, macht einfach euer Ding. Und ich bin echt super zufrieden, weil es ist echt so eine schöne Farbe. Es ist etwas, was so, wie sagt man so, das ist halt nicht so krass auffällig, weil ich meine, jetzt ich mit silbernen Haaren kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Klar, kann ich schon vorstellen, aber ich liebe die Haarfarbe, die sieht so aus. Ist einfach so ein richtig, richtig cooles Grau. Und ich bin echt happy darüber. Und meinen Haaren geht's gut. Ich werde sie aber jetzt noch gleich mit kaltem Wasser nochmal abspülen, weil ich hier so ein Produkt drin habe, was mir jetzt nicht so gefällt. Ihr wisst ja, ich benutze keine Produkte. Und das war's auch schon. Ich hoffe, ihr hattet super viel Spaß beim Video. Hab euch einfach mal mitnehmen können beim allerersten Mal. So Haare färben. Hoffe, ihr hattet Spaß. Auch wenn da zwischenzeitlich ein kleiner Fell drin war. Aber das war ganz lustig. Sah aus wie Pumuckl. Okay, Leute.
wenn ihr Spaß am Video hattet und vielleicht wollt, dass ich mehr solche verrückten Dinge in meinem Leben mache. Endlich mal Dinge aus meiner Bucketlist, die so mich persönlich betreffen und nicht so Dinge, die ich mir unbedingt vornehme, wie zum Beispiel ein Buch schreiben oder eine Kollektion, dann gebt dem Video einen Daumen hoch und dann mache ich das. Okay, bis zum nächsten Mal. Und falls ihr Fotos sehen wollt oder falls ihr genau wissen wollt oder Fragen habt oder so, schreibt es mir auf Twitter, Facebook und ich werde sie beantworten. Oder auch hier, oder ich beantworte sie im kommenden Video. Tschüss.